Zu einer weiteren Zusatzfrage gemeldet hat sich Frau Bundesrätin Elisabeth Mattersberger. Ich bitte um die Zusatzfrage. Geschätzter Herr Minister, eine Studie der Charité mit der Uni Heidelberg hat ergeben, dass Antigentests zur Eigenanwendung so zuverlässig und einfach in der Handhabung sind, dass sie problemlos von Laien verwendet werden können. Gibt es solche Tests auch schon in Österreich? Kollegin Karhofer hat ja auch schon eine Frage in diese Richtung gestellt, aber vielleicht gibt es da noch eine Zusatzinformation. Liebe Frau Abgeordnete, ich werde mich bemühen, Zusatzinformationen zu geben, soweit die bei mir selbst vorliegen. Zur Bekämpfung der vorherrschenden Pandemiesituation besteht ja der dringende Bedarf, da sind wir uns einig, möglichst viele Tests auch durchzuführen, etwa auch in Eigenanwendung. Mit dem Paragraph 323c Absatz 18 der Bundesabgabenordnung besteht nunmehr die Möglichkeit, in Österreich Schnelltests zum Nachweis eines Vorliegens einer Infektion mit SARS-CoV-2 zur Eigenanwendung in Verkehr zu bringen, obwohl diese vom Hersteller bisher nicht zur Eigenanwendung in Verkehr gebracht wurden. Also einen schnellen Start sozusagen zu ermöglichen damit, um es kurz zu übersetzen. Die Schnelltests müssen durch den Hersteller für eine Probenannahme im anteriornasalen Bereich, davon reden wir, in der allgemeinen Sprache heißt es oft der Nasenbohrertest, so kann man ihn auch übersetzen, wissenschaftlich ist es der anteriornasale Bereich, oder andere ähnlich minimalen invasiven Probenahmen in Verkehr gebracht und mit einer CE-Kennzeichnung gemäß dem Medizinproduktegesetz oder auf der Grundlage der Richtlinie 9879 EG ergangenen nationalen Vorschriften anderer Vertragsparteien des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum versehen sind. Eine Verwendung ist nur zulässig, wenn bei Eigenanwendung ein Sicherheits- und Leistungsniveau erreicht wird, das die Funktionstauglichkeit und die Einsatztauglichkeit für den geplanten Zweck gewährleistet und im Wege einer Selbstverpflichtung die Einhaltung dieser Anforderungen durch Übermittlung einer entsprechenden Bestätigung an das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen bestätigt wurde. Zum aktuellen Stand, das ist Stand vom 27. Jänner, wurden auf der Website der entsprechenden Behörde des Bundesamts für Sicherheit im Gesundheitswesen mittlerweile, ich glaube, 25 verschiedene Meldungen über die Selbstverpflichtung bezüglich Inverkehrbringen von entsprechenden Schnelltests bereits veröffentlicht.